Die Börse steigt heute in der Hoffnung auf einen Schuldendeal. Das zweite oder dritte Mal, dass der bereits eingepreist wird. Aber seltsamerweise ist er bisher nicht gekommen. Und gleichzeitig ignoriert die Börse, dass heute die Inflationsdaten PCE höher waren als erwartet und dass die Fed Fund Futures inzwischen davon ausgehen, dass die Wahrscheinlichkeit sogar hoch ist, dass wir im Juni eine Zinsanhebung sehen und möglicherweise im Juli dann nochmal eine Zinsanhebung sehen. Normalerweise ist das ja Gift eher für Tech-Werte, denn der Dollar wird stärker, die Renditen für US-Staatsanleihen sind weiter gestiegen. Aber natürlich ist es wieder mal Tech, das heute am stärksten steigt. Aber schauen wir uns zunächst mal hier diesen Optimismus an. Da sehen wir der Nasdaq 100, also da, wo die Dickfische drin sind, die Apples, die Amazons, die Nvidias. Die können wieder zulegen, Dow Jones weniger, S&P 500 mit 1,26% Stand aktuell. Wir sehen, dass der VIX nach unten geprügelt wird, jetzt unter der 18er Marke wieder gleichzeitig. Eine ziemliche Gier, man hat keine Angst, dass da was schief gehen könnte, kann da nicht schief gehen. Natürlich muss ja alles wunderbar laufen, wird auch wunderbar laufen. Hier sehen wir mal diese Dickfische, Microsoft, vor allem eine Google, aber vor allem eine Amazon mit über 5%, die hier zulegen kann. Google steigt wieder, Meta steigt wieder. Also die Aktien, die ohnehin am teuersten sind, die steigen noch weiter irgendwie in den Himmel hinein, klar. Macht Sinn. Und jetzt ist die Frage, was passiert denn mit diesem Schuldendeal, der jetzt bereits eingepreist ist? Selbst wenn es jetzt dazu käme, dass sich Biden und McCarthy einigen, dann müsste der sogenannte Freedom Caucus, also die sehr konservative, die rechte Fraktion innerhalb der Republikaner, müsste dem zustimmen. Das ist alles andere als sicher, dass das passiert. Die sind stark von Trump beeinflusst, der hat den Mitgliedern der Partei schon klar gemacht, ich bin für überhaupt keinen Deal. Und hier Punchbowl, das derzeit beste Informationsmedium zum Stand dessen, was da bei den Verhandlungen wirklich passiert, das sagt, dass hier je mehr die Abgeordneten erfahren auf beiden Seiten, sowohl bei den Demokraten als auch bei den Republikanern, umso unschöner finden sie das Ganze. So ein Deal, klar, will ja jeder machen, man will nicht, dass die USA zahlungsunfähig wird, aber dass der Schmerz kommt eben dann, wenn diese Ergebnisse oder die Entwürfe, die Vorschläge von Biden und McCarthy dann auf den Tisch kommen. Hier hat jemand gesagt, das ist ziemlich shitty, oder das ist die Auffassung vor allem auch der Demokraten, das ist ziemlich übel, denn es wird darauf hinauslaufen, dass eben weniger Geld ausgegeben werden kann. Und so sind wir jetzt in diesem Zustand wieder. Wir haben Optimismus. Eigentlich hieß es ja, der Deal könnte heute schon eingetütet werden zwischen Biden und McCarthy. Das haben wir letzte Woche auch schon gehört, by the way. Bisher ist er jedenfalls noch nicht da. Jedenfalls sind die Gespräche fluid, wie es hier heißt. Und man wird also nicht rangehen an Military und Veteran Spending, also Veteranen und alles, was mit Militär zu tun hat. Heute will man sich nochmal virtuell treffen, aber die Agenturen schreiben, also okay, der Deal ist schon in trockenen Tüchern. Wir werden sehen, ob das passiert. Zumindest gehen auch jetzt die Anleihemärkte, haben hier reagiert und so ein bisschen die Wahrscheinlichkeit eines Defaults gesenkt, also eines Zahlungsausfalls, jetzt hier die 30. Mai und 1. Juni. Das Konto von Janet Yellen ja jetzt nur noch bei 49 Milliarden Dollar, also um und bei 5. Juni ist definitiv Schluss, dann wäre praktisch das Geld zu Ende. Das wäre dann, was haben wir heute, den 26., also gut in einer Woche. Moody's hat jetzt schon mal gesagt, okay, wenn hier bis 15. Juni hier nichts passiert sein sollte und die Amerikaner 2 Milliarden an Zahlungen nicht leisten würden, an Anleihegläubiger, dann wäre das ein Kreditereignis und dann müsste man die USA abstufen. Das ist ja schon mit 2011 passiert, als S&P 500 damals eben die Bonität der Amerikaner abgestuft hat. Und das hat die Aktienmärkte ja ganz schön erwischt. Da ist man dann richtig nach unten gegangen. Und jetzt diese ganze Geschichte mit der Inflation. Wir sehen hier PCE-Kernrate höher als erwartet mit 0,4. Also die steigt weiter zum Vormonat, zum Vorjahresmonat 4,7. Vor allem der PCE-Preisindex zum Vorjahr 4,4% statt 3,9% erwartet. Also alles höher als erwartet. Hier sehen wir mal in der Grafik, wie diese ganze Geschichte, die lange nach unten ging, ja jetzt wieder nach oben geht. Und diese PCE-Daten, Personal Consumption Expenditure, das sind die Daten, die die Fed am genauesten beobachtet. Genauso wie diese Service Inflation ex Shelter, sogenannte Supercore Inflation. Also
die Dienstleistungsinflation ohne eben alles, was mit Wohnungen zu tun hat, mit Mieten und so weiter, denn das waren ja Treiber lange Zeit dieser Inflation, aber das ist weltweit der Fall, der Dienstleistungssektor ist der Inflationstreiber und hier zeichnet sich keine Wende ab. Die Industrie ist bereits in der Rezession, die können die Preise gar nicht anheben, weil die ein Problem haben, aber die Dienstleister, die sind da besonders freudig in der Anhebung eben von Preisen, erzeugen damit Inflationsdruck. Und hier sehen wir mal, dass auch die Sparquote, die mit diesen PCE-Daten veröffentlicht wird, auf 4,1% gefallen ist von 4,5%. Und der Credit Card Use, also das Gebrauchen der Kreditkarte mit einem neuen Allzeithoch, das ist absolut nicht das, was Jerome Powell und die Fed eigentlich sehen möchte. Wir sehen auch, dass die Löhne wieder gestiegen sind, die Private Wages im April 5,6% gestiegen statt 5,3% im März noch. Also auch die Löhne steigen weiter. Das gilt auch für die Government Wages, also für die Staatsbeschäftigten. Und insgesamt kann man sagen, die US-Wirtschaft, wie so viele andere Wirtschaften auch, wir haben uns entwickelt von einer Inflation, die aufgrund mangelnden Angebots getrieben war, Corona, Lieferkettenengpässe, Materialmangel etc. zu einer Inflationsdynamik, die breit gefächert ist, jetzt vor allem aus dem Dienstleistungssektor kommt. Wir sehen also, da ist bisher kein wirkliches Abklingen der Inflation erkennbar und darauf reagieren die Märkte, nicht die Aktienmärkte, aber die Fed Fund Futures. Die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt die Fed im Juni dann die Zinsen nochmal anhebt, jetzt bei 64,2% und erinnern wir uns, vor zwei Wochen hat man gesagt, naja, im Juni sowieso Pause, dann im Juli vielleicht schon die Senkung, aber spätestens im September die erste Zinssenkung. Normalerweise ist das ja nicht gut für Tech-Aktien, ist ein steigender Dollar, steigende Renditen, wie gesagt, nicht gerade das, was man sich hier vorstellt. Und jetzt gucken wir uns mal an, für den Juli ist sogar eine 27-prozentige Wahrscheinlichkeit hier eingepreist, dass die Fed bis dahin dann zweimal die Zinsen angehoben haben wird, also dass sie im Juni anhebt und im Juli anhebt, also nochmal zwei Zinsanhebungen. Das ist etwas, was man kürzlich überhaupt nicht auf dem Zeiger hatte und das war ja eigentlich der Grund der Rallye, wenn ich das richtig verstanden habe. Hier sehen wir mal, wie die Terminal Rate Expectations noch weiter nach oben gehen. Das war vor den heutigen Daten. Die dürften jetzt nochmal nach oben geschossen sein heute. Also die Erwartung, wo der Gipfel der Zinsen dann liegen wird. Und siehe da, Mester von der Fed hat sich geäußert, die Daten, die heute reingekommen sind, legen nahe, dass wir mehr tun müssen, nämlich also die Zinsen weiter anheben müssen. Alles ist auf dem Tisch für das Juni-Meeting. Wir haben noch mehr Daten, die wir dann sehen können, bevor die nächste Fed-Sitzung ist. Es ist so, Mester und die Daten bestätigen, dass die Inflation weiterhin zu hoch ist. Und diese Daten zeigen, dass wir wenig Fortschritte gemacht haben bei der Bekämpfung der Inflation. Eine strikte Geldpolitik ist weiter nötig. Nur was interessiert die Aktienmärkte, die ja panisch waren, als die Fed Anfang 2022 klar gemacht hat, okay, wir werden die Zinsen anheben, dann hatten wir ein ziemlich mieses Jahr und jetzt kapitulieren die Bären. City zum Beispiel jetzt nach vielen anderen sagt, ach, wir heben jetzt mal unser Kursziel an. So, man sagt, ja, die Rezession, die ist nicht in Sicht, die ist deswegen nicht in Sicht, weil eben 80% des BIPs Dienstleistung ist und Dienstleistung läuft noch gut, aber wenn das Gewerbe nicht so gut läuft und das ist in Amerika nicht der Fall, wie überall auf der Welt nicht der Fall, vor allem in Deutschland nicht der Fall, dann wird das früher oder später eben auch auf die Dienstleister übergreifen. Aber alle wollen Tech, also das teuerste kaufen, was derzeit am Markt zu haben ist. Hier sehen wir mal, die Net Exposure ist massiv angestiegen. Alle sitzen im selben Boot und der S&P 500, der war im Mai schon mal über der 4200er Marke, mit der wir derzeit kämpfen, gelingt diesmal der Ausbruch. Wir werden sehen, den Amerikanern steht ein langes Wochenende und uns hoffentlich auch mit dem Pfingstmontag ein langes Wochenende bevor. Und diese Zone um 4200, das sehen wir, das ist eine sehr wichtige, wenn wir uns hier mal diese Abwärtstrendlinie anschauen.
dann sehen wir, dass das eine Zone ist, um die gekämpft wird. Das merkt man heute auch, wenn man die Kurse guckt, wie da richtig drum gestritten wird. Zwei Empfehlungen, bevor ich Sie ins lange Wochenende entlasse. Stratege, nämlich ein Stratege der Bank of America, der sagt, schaut doch mal auf die Daten. Wir sehen, dass derzeit kein Geld mehr in Aktienmärkte fließt. Also da ist etwas im Gange, nämlich das Geld fließt verstärkt in Geldmarktfonds, jetzt auch seitens größerer Investoren, nicht mehr in die Aktienmärkte. Dennoch steigen die Aktienmärkte weiter. Erste Empfehlung und die zweite Empfehlung, mal eine ausführliche Analyse, wie es um Deutschland bestellt ist. Europas Wirtschaftsmotor bricht zusammen. So eine ausführliche Analyse, die so viele Aspekte beleuchtet und die uns zu denken geben sollte. Also diese zwei Artikelempfehlungen. Ich wünsche ein wunderschönes verlängertes Wochenende. Ich hoffe, wir sehen uns am Dienstag in alter Frische. Servus, ciao.